Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Special-Video an meiner Seite, der großartige Hermes Standard. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist der bekannteste Klempner der Welt. Mario. Und das ist sein untalentierter Bruder. Luigi. Was hast du gegen Luigi? Ich finde den super. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Nintendo hat was gegen ihn. Ich finde den ja toll. Ja, Moment, das Jahr des Luigi, war das nicht dieses Jahr oder war es letztes Jahr? Ich weiß nicht, es hat, glaube ich, keiner bemerkt. Ach so. Der arme Kerl. Vor allen Dingen das Lustige ist, ich meine, du kennst ja hier auch diese Mario Party Nummer, ne, dass sie sich einfach duellieren, weil ihm ist gerade danach. Aber jetzt ist das auch schön, du kriegst ja irgendwie eine Einladung und dann sofort Fight. Kann man machen? Ja. Muss man aber nicht. Und alle sind sie dabei und spielen Baseball. Ja, und natürlich der Wario bescheißt wieder. Was naja, überrascht. Aber er kann nochmals blasen. Oder pusten. Weiß ich nicht. So gut möchte ich ihn gar nicht kennen. Wir können ja gleich mal überlegen. Wir haben ja schon mal ein bisschen reingeguckt, wie wir gleich unsere Teams hier zusammenbauen. Können wir nicht mal diskutieren. Vielleicht sollen wir doch wirklich machen, dass Commander Mario gegen Bowser antritt. Ich glaube, den konnte man schon wählen, glaube ich. Auf jeden Fall möchte ich nicht wieder Waluigi haben im Team. Das ist nie gut. Ich hätte gerne die ganzen Mädels dabei. Das sollten wir hinkriegen. Ich weiß nur nie, ob die alle freigeschaltet sind oder sonstiges. Weil irgendwie kann man hier natürlich auch Charakteren freispielen. Ist klar. Logisch. Wie immer. Das hättest du ruhig mal machen können im Vorfeld. Ja, du kennst mich doch besser. Hauptsache, es gibt hier keine Pauline. Oh oh. Mario saves the day? Ja, natürlich. Natürlich. Oh, war wohl ein Strahl. Ist klar. Also das Intro ist schon mal richtig cool. Das ist wirklich richtig gut, ja. Ist eine Kooperation von Nintendo und Namco. Ihr werdet das gleich sehen. Ich weiß gar nicht, wo sie das auch nochmal gemacht haben, aber auf jeden Fall kann man da was Vernünftiges rausmachen. Ja, ich denke, die Sportspiele die gehen schon in Ordnung, die wir gemacht haben. Ja. Das ist auch, glaube ich, das Baseball-Game, das wir tatsächlich auch selber bekommen haben. Den anderen Titel hatten wir dann nicht mehr. Der war natürlich dann wieder nur in USA. Ich glaube, noch nicht mal in Japan, glaube ich. Wobei das ja auch eine riesen Nummer eigentlich ist, Baseball. Aber ja, man muss Nintendo manchmal nicht verstehen. Aber da kann ich erstmal fragen, was hat Bowser eigentlich für ein Problem mit Mario? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist fast so ein Erbkrieg oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wie hat das denn angefangen? Ich weiß nur, dass er irgendwann angefangen hat, damals noch Frau Toadstool zu entführen. Und Mario fand das doof. So ja, ging's los. Ja. Weil vorher hat er ja Probleme mit dem Affen gehabt. Der fand ihn auch doof. Und dann kam danach eine Schildkröte. Fand ihn auch doof. Ja, der hat auch mit jedem Probleme. Also auf jeden Fall kein Tierfreund. So, dann machen wir mal. Wir sind nach einem kleinen professionellen Cut wieder da. Ja, ist ja nur 15 Minuten aufnehmen. Nicht wahr? Richtig. So, du darfst jetzt mal aussehen, wer ist unser Teamkapitän? Der Klempner? Du weißt, ich bin Mario-Freund. So, wen sollen wir denn auf die Mappe hauen? Ja, natürlich dann Bowser. Wenn wir schon wählen können, dann gibt's direkt was vor die Murmel. Er hat übrigens, ihr seht übrigens als Special den Killer Ball. So, jetzt geht's los. Jetzt fängst du an mit den Positions. Was ist das? Ist das die erste Base? Also wie gesagt, die rechts stehen, das sind wirklich immer so, die müssen nicht viel drauf haben, weil die meisten wohl mit rechts schlagen, die schlagen dann nach links rüber. Also links müssen die wichtigen Leute stehen. Genau. Okay, also hier kann Pfeife stehen. Sagt man zumindest, ja. Gut, wen sollen wir hier vorne nehmen? Wir haben jetzt freie Auswahl, du willst ja sowieso die Mädels. Das ist dann der Fänger, ne? Da können wir, glaube ich, hier dieses Plätzchen stellen, das ist, glaube ich, nicht so wichtig, oder? Weiß ich nicht, wen heißt der? Wen suchst du denn? Ja, hier dieses Glätz. Runter. No, hier, Dry Bones. Der ist auch nicht so wichtig, wenn man da steht. Genau. Da können wir den Geist hinstellen. Also du kannst hier alle wählen, ne? Also. Ja, 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 ja.
Sollen wir King Boo? Ja, der hat Power. Das braucht man, glaube ich, da an der Position nicht. An der Position braucht man, wie gesagt, nichts. Aber mach doch einfach, ich meine, wen wir jetzt wohin stellen. Auf jeden Fall hätte ich natürlich dann gerne noch alle Mädels. Das sind ja nur zwei. Aber ja, wen nehmen wir noch? Willst du Wario? Ah, komm, wir nehmen Yoshi. Ja, komm. Wario auch. Wario und Wario. So, dann nehmen wir auf jeden Fall noch Luigi. Donkey Kong und Wario. Ja, ich glaube, die passen da ganz gut hin. Nein. Zack. So. Ja, dann viel Spaß, Bowser. Da sind nicht mehr viele. Ja klar, einen Baby Mario. Ist klar, hast du auch irgendwie entführt, ne? Oh, gegen die Bowser Flames. Die sind gut. Die, Ja, das ist zum Beispiel auch lustig. Also er generiert, das hat er auch, glaube ich, das haben sie bei Mario Tennis, glaube ich, auch gemacht. Er generiert aus der Besetzung Namen. Also auch wirklich irgendwelche geilen Anspielungen. So, jetzt? Komm. Wir spielen natürlich in Peach Garden, ist doch klar. Komm, sollen wir volle Lotte? Wenn es sein muss. Was ist denn Mercy? Schade. Das ist wahrscheinlich selbstbewusst. Mal genau. Wahrscheinlich sowas wie Continue oder so, wenn jemand einen Home Run schlägt. Ich weiß oder nicht. Wenn du zu schlecht bist, dass der Computer nachhilft oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist ja genau das Richtige für uns. Was machen denn die Blöcke da in der Luft? Ja, ich glaube, die sind Hindernisse. Also. So. Dann fang ihn mal an. Didi, du alte Wurst. Du kannst nix. Ich strike dich jetzt erstmal weg. Du kannst überhaupt nix. Scheiße. Aber den haben wir. Ja, natürlich. Ja. Hab ich. Ha. So, Star Chance. Das habe ich beim letzten Mal auch nicht verstanden. Aber ich glaube, dann kriegt man irgendwie ein Special oder so, wenn man das jetzt richtig macht. Ich glaube, wie heißt der Vogel, der jetzt am Schlagen ist? Ich glaube, ist das Kamek? Der Magier? Der dir sonst bei Super Mario World immer total auf den Sender geht? Du kennst die Leute besser. Das ist Shy Guy, ne? Ja, genau. Ja, guck mal hier. Hat einen geilen Baseballschläger. Ja, so wirklich was hat der Computer nicht drauf? Nö. Das ging schnell. Jo. So, dann sind wir dran. Für die Bowser Flames. Nach der Werbung geht's weiter. Ja, Yoshi zieht gleich hier wieder so eine Show ab. So, zeig mal, was du kannst. Doof. Das fand ich nicht gut. Ah! Yoshi! Yeah! Naja, so schnell wird er wohl nicht sein. Schade. Schade! Ja. Was ist jetzt los? Aha. Okay. Klar, die, obwohl, ich bleibe dabei, das ist keine Feindschaft, liebe Freunde. Dann hast du mir überlegt, wo die kleinen Bowser-Kinder herkommen? Hm? Meinst du außer Peach? Ja, natürlich. Nein. Das ist Nintendo, das kann nicht sein. Da gibt's sowas nicht. Ja, super. Mario hat's auch richtig drauf. Ja, es geht schnell. Oh. Bowser. So, komm. Du triffst doch nicht. Du kannst doch nichts. Ja, schlägt natürlich nur mit einer Hand, klar. Ja, trifft doch auch nicht viel besser. Ja, tschüss. So, hier unser Fritze aus Sunshine kann sowieso nicht treffen. Hat übrigens eine halbe Palme abgerissen. Ich wollte gerade sagen, der hat eine Palme auf dem Kopf. Scheiße! Aus. Danke. Kein Problem. Der wäre drin gewesen. Der war wirklich klassisch Home Run. Jo. Finde ich gut. Ja, nichts passiert. Was macht denn hier der? Der Goomba powert sich auf. Die ist mal wirklich zu oft auf den Kopf gesprungen, was? So, tschüss. Vor allem, wie will der Goomba eigentlich laufen? Ich frage mich, wie der schlägt. Der hat gar keine Arme. Muss hier noch. Oh, geil. Och, geil, mit Boxhandschuhen. DK, du hast es drauf. Ja, vielleicht solltest du auch noch den Ball treffen. Ja, das war ein kurzes Vergnügen mit Donkey Kong. Jahrelang nichts gehört von dem. Ja, jetzt weißt du auch warum. Ja, deine Freundin. Nee, das ist gut.
Komm, die magst du doch auch nicht. Daisy ist doch nur ein Quotenersatz. Und kann nicht laufen. So, komm, ja, jetzt beweis schon. Dich. Das Jahr des Luigi. Komm, Luigi. Enttäusch mich nicht. Ich bin dein größter Fan. Ja, bitte. Ja, bitte. Das könnte gehen. Aber bis zur ersten Base kommt er. Kein Problem. So, jetzt komm. Bescheiß. Schön. Vor allen Dingen hast du gesehen, Wario ist Linkshänder. Das ist Geheimnis, ist gelöst. Das ist mal Ellen. Hä? Schon wieder Superstar-Matchup? Das kann aber nicht sein, nee. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ah, leider auch raus. Schade. Der war drin? Ich wollte schon sagen, aber doch faul, leider. Oder? Ja, du Arsch! Na komm, jetzt konzentrier dich. Oder sind wir jetzt schon wieder raus? Einen haben wir noch genommen, ne? Oh. Oh. So. Mirror-Match. Ja, genau. Sozusagen. Die ganze Zeitschleife, das ganze Universum geht kaputt. Komm, geh mal hin. Kannst du auch Baby Mario töten? Boah, was dann wohl passiert? So, Toad, du alte Wurst. Kannst doch eh nix. Ja. Vor allem, er hat auch schon so Baseballschläger mit seiner Fresse da drauf, also. Mein Gott, wie selbstverliebt. So, das ist das Viech, das ich nicht zuordnen kann. Oh, aber aus. Gott sei Dank. Hast du gerade gesehen, da war der Block, hat auch geholfen. Also, wenn jemand weiß von euch, was dieses Viech ist, wie das heißt, schreibt das mal in die Kommentare. Ich kann es auch nicht zuordnen, woher ich den kenne. Also, ich kenne ihn nicht wirklich, aber... So, Bausi. Ja, komm. Vielleicht ein Namco-Charakter vielleicht? Na, glaube ich nicht. Wir sind ja alle hier aus... King Buu, du kannst ja nix. Yoshi! Na komm jetzt, Yoshi. Home Run. Naja, so nicht. Ah. Gut. So, jetzt zeig mal hier... Was Blondinen können. Ja, das war schon mal schlecht. Da hättest du gar nicht schlagen müssen. Na, reicht das? Nein. Scheiße! Oh Gott, die ist aber auch lahmarschig. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie beschleunigen kann. Keine Ahnung. Ja, vielleicht mal Stöckelschuhe ausziehen. Weiß gar nicht. Ob sie die heute wieder anhat. Da will ich doch hoffen. Obwohl, das Outfit ist heute sicherlich verbesserungsbedürftig. Also das ist... So, Kamek, du alte Wurst. Natürlich. Oh. Ja, würdet ihr mal bitte? Nein, Gott sei Dank. Hat bis zur zweiten Base ist er gekommen. Ja. Ihr Vogel. Ah, siehst du, er will die Base stehlen. Stehlen. Gut, dann müssen wir ihn ausstriken. Das war natürlich ganz dämlich. Du Scheiße. Das ist nicht unbedingt gut. Nee. Also nicht für uns. Da hat der Block auch nicht unbedingt uns geholfen. Nee. Ja. Das ja, also kriegt ja scheigeine Beförderung, oder was? So, wir müssen gleich erstmal punkten. So, was ist denn jetzt hier los mit euch? Ja klar, war das schon bei der ersten Base. Als ob Bowser so schnell wäre, mal abgesehen davon. Ja, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein, konzentrier dich doch mal. Was ist mit Mario los? So, weg. So, Goomba hauen wir auch noch weg. Siehst du, der hat keine Arme. Der Arme. wo hat er denn den Schläger?
Ist das ein Schläger? Magie? Ich weiß es nicht. Auch das ist ein Thema. Frag mich nicht, wie sich Goombas vermehren. Also, ich habe da noch keine Videos gesehen, so Professor Chimmick oder so. Nee, auf YouTube auch nicht. Sehen Sie heute fickende Goombas, ja genau. Ach, das war doch lutschig. Aber reicht, oder? Nein. So, komm. DK. Ach, den hätte man noch haben können. Alter! Ja, was machst du denn da? Der ist drin, hoffentlich. Gut. Der ist jedenfalls nicht out. So. Ja, aber immer noch keine Punkte für uns. Nee, das sieht auch nicht gut aus. Ja, das kriegt die garantiert nicht hin. Weil es ein Mädel ist, meinst du? Nee, wenn er da in seinen komischen Power-Modus geht. Weil er ist ja jetzt nicht so ein Schwächling, Bowsi. Egal, nee, der kann schon ein bisschen was. Jetzt muss Luigi wieder den Tag machen. Oh, das reicht doch nicht. Ach, komm schon, der war doch drin. Wenn die beschissen. Sieht nicht gut aus bis jetzt, ne? Ja, wie schon gesagt, da wird es dann wohl einen Trainerwechsel geben, wenn es so weitergeht. Da geht ganz schnell, ne? Da ist Ärger im Pilzkönigreich. Fordert die Bild-Zeitung bestimmt sofort wieder sein. Hier, Mario zu alt für den Sport. Hogema. Übrigens gegen Mario. Ja, aber der ist auch abgelenkt. Da steht Peach im Hintergrund. Ich gucke da auch die ganze Zeit hin, deswegen... Vielleicht hätten wir die aus dem Bild nehmen müssen. Obwohl, gut, andererseits für unsere Zuschauer ist das ja ganz vernünftig. Ja, oh oh. Aus. Nein! Der gilt? Wie sind die blöden Blöcke da? Bis zur dritten Base. Na toll. Alter! So, der muss weg. Egal wie. Ja, einmal noch. Dann haben wir es überstanden. Yes! Ja, so, jetzt müssen wir ein paar Punkte her. Junger Mann. Ja. So, komm. Ich setz auf dich. Gut. Ah, ist schon mal drin. Was zaubert er denn? Achso, stimmt. Ja klar, der kann ja irgendwie wahrscheinlich den Ball zu sich zaubern oder sowas. Das ist sehr fair. Oh. Alter. Ich weiß ja, dass der trockene Knochen hat, aber das geht zu weit. Reicht das? Was? Der war doch nicht out. Ach, jetzt hat er. Jetzt hat er den anderen weggemacht und. Oh. Schön. Jetzt sind beide drin. Da kommt jetzt ein Home Run. Dann führen wir. Yoshi, come on. Ja, nein. So, der fängt den. Wie? Zwar. Ja, der musste ja wieder zurücklaufen zur Base. Da wurde er dann erwischt. Wir spielen auf easy, ne? Nein! Der ist drauf. Ja. Oder? Yes! Zumindest Schadensbegrenzung. Oh nein, Shy Guy wieder. Nicht wieder der. Nee. Warum haben wir eigentlich nur Leute gewählt, die nicht vernünftig schlagen können? Ach, jetzt willst du das auf mich schieben, ja? So, Match up! Ja gut, dich strike ich weg. Okay. Gut, also der macht gar nichts. Nö, schön. Aber hat eine tolle Show gemacht. Der Palmkopf wieder. Also vielleicht, ne? Vielleicht Baseball nicht, aber Mario Wrestling? Fehlt auch noch. Nee, gibt's tatsächlich nicht. Also.
Wundert mich eigentlich. Sind die Japaner ja eigentlich auch total heiß drauf. Ja, dann machen wir das. Gibt aber auch kein Mario Football, ne? Komisch, ne? Wir können doch so viel machen. Boah, was war das denn? Oh, Peach. Das ist ja hier das Streichresultat. Komm, Mario. Ah, ist zuerst ein Base High. Das ist schon mal gut. Ja, ist das so ein Powerschlag oder so hast du nicht, ne? Irgendwie. Ja, doch, aber irgendwie. Ah, schön. Schön. Ah, da hätten wir noch eine Base laufen können mit Mario. So, jetzt macht er wieder. Ah! Na gut, faul. Nein! Netzer haben müssen! Oh, gut. Nicht gut. Mist. Und schon wieder vorbei. Ja. Irgendwas machen wir falsch.